Das Abenteuer geht weiter hier bei Xenoblade Chronicles im Grenzdorf, oder wohl eher da im Wald von Magna, wenn ich hier wohne. Da fallen wir dann schon. Und da haben wir den liebenswerten Dabi Dabi. Warte, Geliebte, Dabi Dabi kommt. Oje, oje, so hoch hier oben. Dabi Dabi, du willst nicht direkt runter springen, oder? Das wird eine Reise ohne Wiederkehr, so ist schon mal sicher. So, Freunde. Es wird Zeit, unser neues Teammitglied zu begrüßen. Der gute alte... Was fliegt denn da gerade rum? Hallo? Da fliegt was. Da vorne ist es. Da vorne. Komm schon, komm schon. Schulk will offenbar nicht gut. Ein neues Teammitglied, genau. Und zwar Ricky. Da Ricky mit den starken Männern. Ach nee, das war ja Ricky. Ja, Ricky, der stärkste Held irgendwo vom Dorf. Zumindest laut Oberältestem. Und das werden wir uns natürlich gleich mal anschauen. Oh. Dies haben die Gespräche konnten noch nicht führen. Ja, was du nicht sagst. Also dann wieder mal runter, Freunde. Und zwar auf schnellstem Weg würde ich mal hoffen. Das heißt, naja. Oh, mal dann runterspringen. Komm schon. Natürlich, ein Seil, ein unüberwindbares Hindernis. Ach komm schon, Schul, okay. Oberwohnebene. Moment, das geht auch schneller. Das geht auch schneller. Ich hoffe nur, ich überspringe nicht gerade irgendwie. sämtliche Zwischensequenzen und so. So, jetzt aber. Ich muss irgendwie ins EG, was? Genau, darunter muss ich. Aber jetzt erstmal vorsichtshalber. Wie gesagt, will ja nichts überspringen. Ja, geht's gar nicht. Na egal. Kriegen wir schon hin. Und schnell dahin. Heiliger Altar. So, wo ist jetzt Ricky? Ricky, Ricky. Und wie sieht er aus? Und wie stark ist er? Und naja. Alles eben. May I introduce hereupon Ricky! What's that? Get off me! To you! Right in the... Take this, bubble! That's you, girl. Introduce to you this year's legendary hereupon, Ricky! New home, home friends, meet this year's legendary hereupon, Ricky! Ricky, live to serve! Alter, ist das... oh Mann, oh Mann. A hereupon, you say? Not sure where you'll come in handy, but the more the merrier. Chill. Are these Teletia as strong as they sound? Yes, they're quick as lightning and can read your mind. Mind-reading giant bird? No problem. I can see their movement through the Monado, but even that's not enough to get the better of them. And we're going up against the daddy version. No one blink for a second. Okay. Eyes wide open. And don't forget that Melia is our only chance of making it to Erith Sea. If anything happens to our guide, it's on our heads. The Telethia is our target. But don't forget about the person standing next to you. Dunban's right. I am in your debt. My weaknesses are all too apparent. No worries, Melia. Ricky has been informed of the dino beast, what you refer to as the Telethia. Be safe, my hom-hom friends. Ricky's friends, listen to Ricky. Dino beast is big and scary. Friends, get ready. Friends, help Ricky get ready. You want us to get equipment for you? Ricky's friend, right. Hom-hom clever. Friends meet Ricky when ready. Then, friends and Ricky leave together. Big attitude for a furry footrest. Dino beast is big and scary. Right.
That'll come in handy. Is it just me, or did we suddenly become Nopon mercenaries? Hey, da ist ja hier voll das Nopon-Mobbing. Das kannst du nicht machen, hey. Hilfe, Heldenpon! Handlungsmission. Ricky Heldenpon und Nopon benötigt Ausrüstung. Besorgen Sie ihm in Ländern von Grenzdorf. Es gibt mehrere Ziele, bitte prüft das Missionsbuch. Ja, schön und gut. Alter, das hat das Volleyballspiel mich ein bisschen da an die Busage aus Dragon Ball erinnert. Und wisst schon, damit Bubu, Volleyball und so von Gotenks. Das war auch was. So, ja, wo müssen wir jetzt hin? Genau, Mission? Also eine Mission für uns? Papu, bin ganz eingestäubt. Wer Pollenkugel Lampensau macht, kriegt Pollen ins Gesicht. Schlecht für Ton. für den Ton? Ton? Doch, der Ton. Doch, eine Gesichtskur. Ja, dann geh doch einfach. Er wollte vom Ogre folgen, weil von Magna 5 Ogre-Masken. Bitte was? Kann sonst nichts mehr sehen, nicht mehr raus. Achso, ja gut, geht natürlich auch so. Eine Ogre-Maske, gar kein Problem, machen wir doch mit links. Typ mit Masken in Magna, alles schlechter Ton. Was sonst? Oder der Tan. Der Tan heißt er eigentlich. Ich glaube, das hat richtig ausgesprochen, egal. Hier haben wir den Rüstungshändler. Okay, Wiki braucht offenbar was. Von mir aus. Hunger, Hunger, ich habe Hunger. Das klingt, als steckst du in Schwierigkeiten. Das klingt, als steckst du in Schwierigkeiten. Pilze, Pilze, will Pilze essen. Eine Post-Mahlzeit, ich besuche es in einem Krankenhaus. So, dann ist doch ein Riesenpilz da vorne. Zu groß für Kofuku, zu hart für Kofuku-Szene. Die jungen Leute können vielleicht schaffen. Wollt ihr probieren? Nee, ganz sicher nicht. Danke, nein, er sieht nicht sonderlich schmackhaft aus. Danke dann, Ben. Wäre Kofuku jünger, könnte alle Pilze in Grenzdorf fressen. Aber in letzter Zeit gehen nur noch weiche Pilze. Ja, dann gehen zum Zahnarzt. Wie ganz viele weiche Pilze essen. Sammeln im Wald von Magna 8 Seetangpilze. Pilze in einer Seetang. Bringt ihr weiche Pilze, die gut schmecken? Nö. Seetangpilze wären gut, habt ihr als Jungporn oft im Magna gesehen. Hab Riesenhunger, brauche mindestens 8 Stück. Ah Mann, geht doch selber. Blaue Pilze, rote Pilze, Pilze rein in meinen Magen. Ja, fliegen Pilze noch am besten. Große Pilze, kleine Pilze kann ich alle gut vertragen. Los, bring mir Pilze schnell. Ja, wir haben es kapiert. Du vielleicht schuld, ich garantiere nicht. Schuld nicht, wir sind ein unschlagbares Team. Wir packen das, darauf kannst du verlassen. Auf geht's, Wayne. Ja, also ihr könnt zumindest darauf verlassen, dass das garantiert nicht machen werde. Pilze, das ist Pilze, sicher nicht. So, habe Rüstungsding hier, übersteht sogar Dino-Viecherschläge. Dino-Viecherschläge. Also Rüstungsding übersteht Träger nicht immer. Was? Kommt bald zurück, wollen von Großtapfigkeit hören. Das war's schon? Säbelhandschuh. Das alles? Zum Verarschen? Freuen uns schon auf Geschichten über Tapferkeit von Ricky! Was? Noch keine Waffe? Und Waffe, keine Tapferkeit. Schnell mir den Stock holen. Och nö, jetzt muss ich rüber. Na, von mir aus. Ja, ja, Ricky, Ricky, Ricky. Mit dem haben wir sicher noch einen sparsamen Freund. Ricky, der Volleyball. So, hier ist ein Stock irgendwo hier oben. Noch mehr Missionen. Ich glaube, ich krieg die Motten. Backkartoffeln sind wirklich lecker schmecker. Das kann ich bestätigen. Leider heiß, zu schnell essen macht Aua. Ich liebe diese Sprache. Kaltoffeln. Was? Kaltoffeln aus Hummumland lecker. Bleiben beim Backen kalt. Unbedingt probieren. Ja, kalte Pommes. Das ist natürlich immer ein Genuss. Kann ich auf den Burger King. Sammeln in der Region von Kolonie 9 2 Kartoffeln. Was sind Kolonie 9 sind die? Ja, als ob ich so schnell drin zurückkehren würde. Werde getrocknete Blätter sammeln, hier warten. Ja, ein anderes Mal. Erster Stock. Erster Stock. Jetzt geht doch einen zweiten, oder? Yep, das. Ja. Falsche Richtung, ich muss vermutlich in die andere Richtung, wenn es überhaupt noch eine gibt, da eine andere Richtung. Also, ich bin hier am ersten Stock, ich bin gerade hier hochgekommen. Kommt von hier her? Mal schauen, hat es hier noch etwas? Wo ist der? Ah, da vorne, genau, der Waffenschmied. Ich hoffe, das ist noch was für uns. Recke will den auf ihr kloppen? Braucht gute Waffe. Viel Glück, Heldenpol. Was, Heldenpol, Ricky? Alle noch mal hinter dir. Kriegerknirscher.
So, jetzt ist der Heldenhorn zum Kampf gerüstet. Oh, nein, ich wollte mich doch ausrüsten. Verdammt. Was zum... Was ist das für ein Teil? Come, new friends. Ricky's adventure begins. Ricky, you do know where the Teletia is, don't you? Of course Ricky know. Melly, Ricky here, you hurt Dino Beast. I did, but only a little. When Dino Beast hurt, Ricky know it go to place with ether crystals. Friends and Ricky go to place with crystals. Then we find Dino Beast. Chief, tell Ricky. Chief, always right. So you do know a thing or two about this monster. Guess we'll be searching for some ether crystals then. Oh Mann, sorry Leute. Ja, ich lache ein bisschen viel, ich weiß, aber die Stimme von Ricky, die ist irgendwie Ricky, so witzig. Why are you the Hereupon? Why? Because Chief Dunga chose Ricky. He chose you? So you weren't chosen from birth? Friend, wrong. Chief chose by instinct. By instinct? Why, friend, surprised? Chief have sharp instinct. Chief be village seer. So that's how you became the Hereupon. Can't argue with that. But he is kind of... compact. For a warrior hero. Oh, Ricky owe lots of monies to village. If Ricky defeat Dino Beast, village promised to forget my debts. So Ricky like being Hereupon. Ach so ist das, will bloß die Schulden abarbeiten. Ja, dann kriegst du noch die Motten. Hey, okay, Ricky ist dabei. Wir haben das erste Stück insgesamt im Team. Jetzt will ich mal gucken, was Ricky für ein Level hat. Hey, Ricky. Wow, Level 34. Also, könnt ihr mir erzählen, was ihr wollt. Die haben garantiert immer das gleiche Level wie wir. Also, ist schon ein bisschen auffällig. Gut, Ricky, du kommst mal ins Team. Ich will dich mal ein bisschen testen. Und zwar für Dunben. Heiterkeit, ich bin Ricky. Ja, gut, hast du hier noch eine bessere Waffe? Vermutlich nicht, wa? Kriegerknirsch haben wir gerade geholt. Tatsächlich, so. Okay, ja, siehst gut aus. Vom Kopf, was kriegst du da noch drauf? Nee, komm, das lassen wir mal. Dann hier der Torso, viel kann es nicht tragen, Alter. Ah, Nebelöl, senkt zwar die physische Abwehr, aber der Rest steigt dafür, ist ja auch nicht übel. Und auch die Aki steigt. Hä? Also ich sehe kaum einen Unterschied, aber... Noppo top. Achso, doch, jetzt hat er irgendwie so eine Masche. Um den Hals gelegt. Na gut, von mir aus. Arme. Die Säbelhand. Noch ein Handschuh? Säbelhandschuh. er ist ein Krieger. Ein Krieger muss natürlich hart zuhauen. Deswegen passt das schon. So, wenn ich schon mal dabei bin, kann ich gleich mal kurz gucken, was unsere sonstige Mannschaft noch so tragen könnte, nicht wahr? Was? Hardleder Shorts, okay. Er ist ein ganz hart unser Ricky. Hey, Ricky. Tempostiefel? Nö, runde Schuhe auch nicht. Brauchst du was in die Füße und deine Stulpen? Nee, komm, lass ihn mal. So, der gute alte Ryan. Was kann ich dir denn Schönes noch kredenzen? Nicht viel, wa? Oh, doch, Generalschuhe. Oh, warte, geht ein bisschen. Boah, es kommt 800, ist das übel. Die Kabel sind um 800, was im Moment. Wollte ich sagen, gar nicht, egal. Die Marmorramme. Marmorstein und Eisen bricht. Oh, Superkreuzer. Sonst nichts für dich, Kumpel? Nö, sieht nicht so aus, wa? Ah, die Magna-Kappe wäre eventuell noch etwas, hätte nicht. Wappenknappe, Magna-Kappe, sieht die besser aus? Ich erinnere mich wieder. Oh, was war das andere? Nein, ich muss vergessen. Ah, der Jägerschmuck war's. Gut. Alter, sieht das bekloppt aus. Noppelschmuck? Nö, auch nicht. Will sowieso, wenn ich schon einen S-Gegenstand ausrüsten. Pinienkappe. Kurz bei Schul gucken. Geht's nicht so gründlich durch, Freunde. Keine Sorge. Wir wollen ja vor allem mit der Story ein bisschen weitermachen. Oh, Magna-Kappe, wie sieht die bei ihm aus? Alter, na klar.
Nö, Freunde, ohne mich. Vielleicht noch was für die Beine. Passt nicht so ganz vom Stil her und so. Wie sieht's aus? Essmäßig was Gutes? Nicht wirklich, wa? Das ist Web Legends und so, aber weiß ja auch nichts. Die Lega-Stulpen trägt er ja. Und hier hat er irgendwie was mit Lega. Da hat er die bereits. Grandios Legends. Wären zwar die hier, die Lega Legends, aber ja, die passen zwar farblich vielleicht besser, aber dazu ist das ein bisschen besser geskillt. Gut, Freunde, das war's mal soweit. Ne, muss reichen. War vielleicht Ricky noch etwas Kristall geben, oder überhaupt noch welchen? Mal schauen. Komm schon. Nee, der letzte halten, so. Gut, auch nichts. Den hier, TEP. Wofür steht denn TEP schon wieder? TEP. Telepathie? Nee, Quatsch. Schwanken? Als ob der was zu schwanken hätte. Ah, hier habe ich noch was. Physische Abwehr. Was hat denn eigentlich Ricky verstärkt? Würde mich mal interessieren. Naja. Umwerfen extra 2. Ja, vielleicht bringt es das aber bei ihm. Wer weiß das schon? Ich könnte mal noch was anderes. Und zwar rangmäßig. Natürlich mit Level 3 Kristallen und so. Habe ich nichts mehr wahr für ihn. Na gut, daneben. Ah, Max KP, das wäre noch etwas. Die Max KP. Noch den Säbelhandschuh. Schön skillen. Ja, wieso eigentlich nicht? Gerade eigentlich mit Ethan. Jetzt einfach ein bisschen. Ja, sehe ich gleich. Gut, dann auch die Noppen Shorts. Die kriegen. Ja, was brauchen Shorts? Lähmungsresistent. Shorts, lähmungsresistent. Wäre unter Umständen noch sinnvoll. Ätherbarriere, Giftschutz. Ja komm, mache das mal. Ob es was bringen würde. Egal. Gut, Freunde, gehen wir los. Nur ich weiß, wo es lang geht. Ich hoffe zumindest, weil jetzt sehe ich noch nichts. Ausrufezeichen, keine Ahnung. Egal, wir müssen dort, wo es viele, viele Ätherkristalle gibt, ja, hat er gesagt. Na gut, mal schauen, was sagt die Zeit. Ja, ein paar Minuten habe ich noch. Am Grenzdorf, dem Eingang. Oh, muss ich da rüber, stimmt ja. Hätte ich beinahe wieder ganz vergessen, Freunde. Gehe ich jetzt direkt runter oder versuch's mal hier. Nein, nicht so. Schulk! Aua. Ja. Ach du Scheiße, tschüss. Ach, das ist gerade ein Vieh, aber ist nur ein Felsen. Das Spiel. Irgendwann kriegt er noch ein Herzkasper weg dem Spiel. Das ist ein riesiges Vieh, oder? Ist wieder Level 90, oder? Na, natürlich ist es das. Was soll das auch sonst sein? Ich lass dich in Ruhe, wenn du mich in Ruhe lässt. Gut. Wir sind scheinbar auf dem richtigen Weg, Freunde. Was sagt die Karte dazu? Jetzt schläft mir das Bein ein, ganz toll. Hä? Wo ist der Punkt? Hallo, wo ist der Punkt? Hallo, Ausrufezeichen, wo bist du? Verarschen? Ne, ruf mal nicht. Dort drüben hat's neue Vieh, also mal testen, was da unser Ricky, der legendäre Held, so drauf hat. Ja, try hard! Na, quatschen kann er immerhin. Umgeworfen, schön. Wie widerstanden? Hallo, bist du verarschen? Also komm schon, Ricky, schlag zu, Kumpel. Also irgendwie sehe ich noch nicht viel, Freunde. Ricky, was kann es denn so großartiges? Na, Kumpel? Oh! Was war das gerade? Vollen Rückstoßeffekt? War das Ricky etwa? Hey, Ricky! Oh, ist er sauer! Und das war's, der Landstieg! Für unseren guten alten Schulki-Kumpel! Anyone else? Ich sehe gerade, Ricky hat ziemlich viel KP, wa? Sag mal, kann das sein, dass Ricky irgendwie... Nee, oder? Das kann nicht sein. Ist Ricky etwa ein zweiter Tank oder so etwas?
Das wäre mal krass. So, habe ich hier noch was zum Aufskillen. Ah, die Schlitzklinge. Trainieren. Und hier noch einen Rückschlag. Das ist auch immer sehr schön. Wunderprächtig. Habe ich noch was für Monado-Techniken, was gerade noch übrig bleibt. Ich meine nicht mehr so viel. Verzauberung. Löschen wir noch etwas. Löscher, löscher, löscher. Gut, fürs nächste brauche ich halt wieder mal ein Technikbücher. Was gibt es überhaupt? Technikbücher für Monado-Fähigkeiten? Wäre irgendwie ein bisschen schräg. Ah, da ist Schattenauge. Natürlich auch gerne geskillt. Schlachtenseele wäre auch mal etwas. Ja. Bei ihm noch. Der Hammerschlag hat er gar nicht mehr im Angebot. Aber dafür hier noch etwas. Niederschlag, sehr schön. Dann die Schwertramme. Er rammelt so gerne drauf los, nicht wahr? Mhm, unser guter alter Kumpel. Und dann habe ich sichtlich nichts mehr, wa? Ah, doch die Aura-Explosion. Gut, jetzt bei Ricky noch. Oh, da können wir viel. Was freu. Fröhlicher Tanz muntert alle auf und füllt die Gruppenleiste. Ja, bitte, bitte. Attribut Äther? Ist das doch etwa Äther geskillt? So, Rickys Waffe beißt zu, erzeugt Blutung von hinten, erhöht Dauer. Erzeugt Blutung von hinten. Alter. Naja, wenn der Gegner weiblich wäre, würde es Sinn ergeben. Sonst wäre es schmerzhaft, aber egal. Was heißt sonst? Generell schmerzhaft. Der Beißer Schleich stellt sich von hinten an und für großen Schaden zu. Typisch Ricky. Jetzt klingt das auch mal so grandios, weil wir haben ja sehr viel. So, Ricky tot! Ricky steht auf Tod und kann ihn ignorierende Feinde überraschen. Bei Aktivierung wird Wut getilgt, teilt gleich viele KP wie Belebung. Spuck, spuck! Ricky kaut Magna-Giftgras und spuckt den Wolken nach vorne. Giftschaden! Aha! Ricky, Ricky, Ricky! Bist du etwa unser Team-Supporter? Könnte das sein? Hey, hey, Heldenzeit! Der große Schön von einer gesehenen Aura umgeben voran! Mutwert sinkt nicht mehr. Chance, Feinde umzuwerfen, unabhängig von ihrem Zustand. Alter, das wäre genial. Ricky, du bist gar nicht mal so übel, Kumpel. So, was? Heile, heile, nee, brauchst du nicht, dafür haben wir ja Schala. Kalt, kalt, Angriff mit Ricky Spucke, die Feinde einfriert. Frostschaden. Oh, wäre auch noch etwas. Nehme ich den mal weg, wa? Na, ja, komm, ist eigentlich nichts. Nehmen wir mal falsch. Nein! So, kalt, und zwar für Heldenzeit. Gut, mach das so. Mal zum Testen, ich glaube, das bringt sowieso mehr, wenn Ricky so auf Supportfähigkeiten skille. Ricky beruhigt Feinde mit Magnablumen, manche werden friedlich, lähmt das Ziel. Mach Sitz! Alter, Ricky, hey. So, mach Sitz, mach kalt. Mach kalt, das könnte auch falsch verstehen. Achso, nee, also kalt, Entschuldigung. Mein Fehler, doch, wieso nicht einfrieren? So, das reicht aber fürs Erste jetzt noch kurz Schala. Oh, da haben wir auch viel. Da haben wir noch viel Skillen, hey. Dann aber auch unbedingt Technikbücher. Mann, die Technikbücher, wo sind die bloß immer? Was? Ach so. War ganz schön teuer, wie es aussieht. Ja. Die gute alte Melia, oder heißt sie doch, die gute? Kumpel, Kumpeline, Dame, wie auch immer, Flammenruf. Da scheint mir fast so, als wäre Melia und Ricky, als hätten die fast das gleiche. Also sprich, Melia ist halt wirklich die mehr supporten und Gegner halt irgendwie einschläfert, einfriert, verbrennt, wie auch immer. Und dann halt Ricky, der ein bisschen auch das Team noch supportet, sprich, wie gesagt, die Gruppenleistung noch erhöht, aber auch sonst so Gegner einschläft, etc. etc. Ja, genug ein TP, na gut. Ja, reicht doch. Und dann zum Schluss noch der gute alte... Dann Ben, Orkanschneide. Schneide Tiefen richtig und dann noch den hier. Sehr schön, der Rest ist mir eher, ehrlich gesagt ein bisschen egal. Weil dann ist sowieso nicht so häufig im Team. Ist sowieso ein bisschen dämlich, dass wir dann nur drei Teammitglieder gleichzeitig kämpfen lassen können. Aber was willst du machen, nicht wahr? Wenn das halt so vorgesehen ist von der Entwicklung her, dann eben. Ist das so, Aura die Schwächungen löschen, hast gewährt. Ruhige Seele. Liebe ruhige Seele. Für einen schnellen Angriff. So, Freunde, das war's mal für heute hier bei Xenoblade Chronicles. Ein neues Teammitglied, Ricky von wilden Wikinger. Nee, natürlich von Nopuns.
legendärer Held und in der nächsten Folge dann vermutlich bereits gegen die Telesia oder so, keine Ahnung, wir werden es dann sehen. Wie es hier weitergeht bei Xenoblade Chronicles mit übermächtigen Gegnern, kleinen Gegnern, großen Gegnern, aber halt, ja. Es geht voran, Freunde. Ich denke mal, schon ziemlich bald werden wir hier schon auf das Gesichtsmechon treffen. Ich hoffe es zumindest mal, vielleicht ist es nicht so. Ich weiß es nicht, ich denke mal eher schon. Deswegen bis zum nächsten Mal hier bei Xenoblade Chronicles. Ciao zusammen.